ein Hypotenuse-Video, nämlich ein Unboxing-Video extra nur für Hypotenuse. Wir sind live in einem Zug, der gerade durch Moskau fährt. Und ja, jetzt werde ich das mal unboxen. Das ist so ein Paket, das haben wir bekommen im Zug. Ich weiß nicht, kann man das erkennen? Da stehen Sachen drauf. Und wenn man das dreht, dann dreht sich das auch. Also hier sind jetzt so eine Gabel abgebildet und ein Messer. Und dann ist da noch ein Schild, da steht was drauf, aber das kann ich nicht lesen. Und da steht auch was drauf, aber das kann ich halt auch nicht lesen. Und wenn ich das jetzt so drehe, dann ist hier noch so ein kleiner Zettel. Und da steht auch was drauf, nämlich ein paar Zahlen, weiß ich nicht, was das bedeutet. Das ist bestimmt irgendwas Orthodoxes. Und da steht auch noch irgendwas drauf, ich denke auch, hat irgendwas damit zu tun. Also ich mache das jetzt einfach mal auf. Es geht relativ einfach, es ist eher weiches Material. Ich denke, die haben hier auch einfach nicht so gutes Material. Einfach so umdrehen, ist schon so, aber ich mag diesen rustikalen Charme. Das finde ich ist ganz typisch russisch. Und wenn man das jetzt so aufmacht, ich weiß nicht, könnt ihr das sehen, ja? Da kommt hier als erstes mal so ein Paketchen. Da ist so ein, weiß ich nicht, so eine Serviette drin. Und eine Gabel und ein Messer und ich glaube, das bezieht sich auf die Außenpackung und so ein kleines Dings und noch so ein kleines Bild. Ich glaube, das ist irgendwas Futuristisches, nur so Linien. Genau, das ist auch hier nochmal abgebildet, also weiß ich jetzt nicht. Jetzt mache ich das mal noch weiter auf und dann, oh, schaut, das ist eine kleine Flasche. Mit so einer Flüssigkeit, da steht jetzt auch was drauf, das kann ich nicht lesen. Weiß ich jetzt nicht. Es hat auch ganz viele Kalorien und ja, ich weiß jetzt nicht, vielleicht ist das flüssiger Sprengstoff, vielleicht ist es Benzin, vielleicht kann ich jetzt nicht sagen, vielleicht auch Wasser. Ich kenne mich nicht so aus mit den russischen Bräuchen. Ich denke vielleicht auch einfach eine kleine Flasche Wodka, also so zum Reisen. Das ist ja hier so Tradition. Stand auch im Lonely Planet. Jetzt haben wir hier noch so ein Dings. So hellbraun. Und da steht auch wieder was drauf. Das kann ich auch nicht lesen. Aber das hat eine ganz komische Konsistenz. Also ich würde euch das mal zeigen. Schaut, es passiert praktisch gar nichts. Hier so ein paar kleine Bruchkanten, aber letztendlich nichts Gefährliches. Es ist so, denke ich, vielleicht zum Waschen oder so als Ausbesserungsmaterial. Vielleicht ist es so ein kleines Russia Survival Kit. So ein bisschen Wodka, bisschen Kunst und hier sowas zum Ausbessern von Sachen, so von Autos oder so. Ich denke, das hat man hier dann auch nochmal als Anleitung auf so einem kleinen Zettel dabei. Kann ich jetzt auch nicht lesen, aber ich schätze, da steht Reparaturski-Seti, also Reparaturset. Ist ja wichtig, wenn man in einem Staat lebt, wo man nichts bekommt. Und dann habe ich hier noch so ein kleines Paket, da ist so ein niedliches Pflanzenornament drauf. Finde ich auch ganz hübsch. Steht auch was drauf. Ich denke, das ist einfach, das sind die Kuka-Blätter, damit man nicht so viel Hunger hat, weil zu essen war da jetzt ja nichts drin. Genau, und ich denke, das ist dann so wie in Peru, wo man die dann kaut. Ja. Hallo, ich bin's nochmal, eure Pandora. Also, ihr seht ja, es hat sich jetzt Form verändert. Es sind jetzt gerade ganz schlimme Sachen passiert. Hier kam jetzt gerade so ein Mann vorbei, hat mir das ganze Paket abgenommen. Ist da so drauf gestiegen mit so seinem Fuß und hat es zerknüllt und jetzt ist das da, jetzt würde ich das auch mal noch unboxen. Muss man jetzt, ist jetzt ein bisschen komplexer. Ja, also welcome to Russia, würde ich sagen. Tschüss, bis später.